Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, in der letzten Folge haben wir Tara und Malikos erledigt und sind jetzt hier immer noch auf Datomir. Und wie es jetzt weitergeht, das hier scheint es nicht sehr weiter zu gehen, aber mal gucken. 83%. Okay, 99% der Kunden. Also hier sind wir gleich fertig mit Datomir. Also ist klar, der Kampf war ganz schön heftig gegen den einen Typen und ja. Was hast du denn noch zu sagen? Was hast du wirklich hier, Cal Kestis? Die Erbauer dieses Grabs, die Sephor, erschufen ein Objekt, das Astrium. Es öffnet ein Gewölbe weit entfernt. Dort ist eine Liste machtbegabter Kinder in der Galaxis, aber das Imperium sucht auch danach. Welches Imperium? Das Imperium, das alle Machtbegabten vernichten will, damit sich ihm niemand mehr in den Weg stellt. Dann wird es irgendwann auch nach Datomir kommen. Wie der Krieg. Welches Imperium? Danke für die Hilfe mit Malikos. Dachte, ich wäre geliefert. Ja, so wäre es gekommen. Ihr habt doch in der letzten Folge gesagt, hat jemand ihre Schwestern abgeschlachtet. Zum Glück kam es anders. Ich habe gerne einen Verbündeten. Ja, ist eine schöne Sache. Gern geschehen, Cal. Lass uns nicht länger hier bleiben. Ja, und ihr kleiner Umschwung auf einmal war irgendwie komisch. Wobei war die eigentlich böse irgendwie so die meiste Zeit eigentlich nicht, ne? Gut. So. Ich falle natürlich hier durch so eine winzige Spalte, die noch da ist irgendwo. Gibt's jetzt nicht, ey. Na, hier bin ich durch. Du hättest nicht dich nicht irgendwie ja da festhalten können, Kerl, ehrlich. Na gut. Eine weit, weit. Oh. Na, ich nehme an, das habe ich bekommen. Ich nehme 100%. Das heißt, es kommt gar kein Planet mehr danach. Anscheinend. Oder jedenfalls kein Planet, sondern weiß ich nicht, Storyzeug. Nehme ich mal an. Aber ich muss dann noch Dings. Ja. Besuchen, oder? Organo. Murmeln. Diese Foss, die hatten noch Probleme. Wir haben es endlich gefunden. Ja. Es ist wahr. Marin, das könnte der Schlüssel zur nächsten Jedi-Generation sein. Das freut mich für dich. Und die Jedi. Aber nichts kann meine Leute zurückbringen. Ja. Nach der Auslöschung war ich allein für eine lange Zeit. Ich war versteckt und hatte Angst, dass sie erfahren, wer ich bin, was ich bin. Und was dann? Ein guter Freund sagte, ich soll aufbrechen und meinen Platz in der Galaxis finden. Du hast auf ihn gehört? Nein, aber das Leben weiß, wie es dich trotzdem auf dem Weg nach vorne zwingen kann. Ich glitsch schon wieder durch den Poncho. Jetzt bin ich hier. Völlig unerwartet. Ein Weg nach vorn. Ich gehe mit dir. Wirklich? Ich habe Jahre auf die Chance gewartet, meine Schwestern zu rächen. Damit ist jetzt Schluss. Ich will an deiner Seite kämpfen. Die Schwestern der Nacht und Jedi reisen nicht zusammen, aber Überlebende. Wir passen uns an. Ja. Ja, das stimmt wohl. Was denkst du, BD? Ich auch. Und ich auch. Und ganz doll meine Crew werden wir erst noch überzeugen müssen.
Tja, dann machen wir das. Da kommt mir irgendwie alles so mitten aus dem Nichts, ey. Ach ja. Kommt du ja so gegen Ende Spiels volles Haus und dann auf einmal sagt so, ja, ich komme mit euch, kein Ding. Ja, wieso bist du jetzt hier aufgetaucht? Okay. Geht nicht nach vorn. Hast du die vorhin auch angehoben? Ja. Ich wollte sehen, wie du mit Malikos fertig wirst. Als Prüfung? Glückwunsch. Du hast bestanden. Ja, genau deswegen habe ich mir so meine Bedenken. Kommt irgendwie so mitten aus nichts. So, da hinten sind Viecher übrigens, ne? Das finde ich jetzt mal gar nicht toll. Wirst du mir dabei helfen? Oh Gott! So. Hab ich jetzt echt keinen Nerv für. Schon genug von diesen Viechern erledigt. Der hat mich gar nicht gemerkt. Bemerkt, ey. Okay. Die hat einen krassen Blick. Ich habe deine Gefährten gesehen. Malikos befahl, sie anzugreifen, aber sie waren keine Bedrohung. Sie. Nun, sie war einmal ein Jedi. Lange Geschichte. Ich würde sie gern. Okay. Also, das Gefühl, die ihre Konversation kommt irgendwie zu spät. Wir treffen uns bei deinem Schiff. Okay, das heißt, ich muss zu Fuß. Alles klar. Dankeschön. Du kannst mich nicht irgendwie durch die Gegend teleportieren, aber irgendwie sehr nett. Aber ist ja nicht so weit, glaube ich. Ja. Und dieser Planet ist nicht sehr froh, also. Ja. So, wir haben aber alles, ne? Das heißt, es geht jetzt schnurstracks nur der Story ja hinterher. Und da ist schon wieder so ein dicker. Ich hätte mich anschleichen sollen. Der Jäger. Der eine glitscht irgendwie voll zu mir hin. Okay, die waren auch schon mal schwieriger. Ich hoffe, auf dem Rückweg kommen nicht irgendwie nur so Bosse oder irgendwie sowas, ne? Nehme an, die eine Olle müssen wir auch noch mal irgendwann bekämpfen, ne? Die wird bestimmt jetzt nicht hier auftauchen, oder? Aua. Hilfe, BD. Jetzt gerade wird vollkommen anderes verstanden. Pass auf, der macht mich hier dann auch fertig, ey. Genau deswegen will ich nicht gegen diese Typen kämpfen. So. Fehlerhaftes Protokoll. Den Namen habe ich auch schon mal gehört. Den habe ich schon mal besiegt. Die wiederholen sich einfach nur. Den einfach nur, weiß ich nicht. Erfahrungspunkte bringen die auch nicht viel. Also, wenn man eine Herausforderung will, nehme ich mal an, ne? So, da hinten ist aber ein Speicherpunkt, also. Hi. Stimmt. Okay, so ein Level Up kriege ich vielleicht noch. Die Typen, die sind jetzt nicht so schwierig. Brauche ich aber nur anschubsen, dann sind sie weg. Hi. Die Gegner sind einfach, die machen fast nichts. Ja, okay, wenn mehrere von denen auf einmal kommen, dann bist du dran, aber ansonsten. Ich würde noch gerne die letzten beiden Fähigkeiten haben, aber soll's. Ah!
Nein, ich brauche die wirklich. Ich habe noch nicht Lichtschwertwurf eingesetzt, stimmt. Doch, wollte schon sagen. Na, wie weit kann ich ihn damit werfen? Super. Ja, gar keine Reichweite. Ist euch. Mein Gott, ist der weggeflogen. So, ab nach Hause und eine Pause. Nach Hause und eine Pause. Ab nach Hause und eine Pause. Haben wir noch Kampfmusik? Die gleiten, boah, waren ganz schön viele. Die gleiten einfach so über dem Boden. So, bin da, wenn noch. Du hast es gefunden. Wow, wer ist das? Will er uns irgendwas damit sagen? Dass ich mich euch anschließe. Sia, Grease, das ist Marin. Sie ist doch eine Hexe, oder? Eine Schwester der Nacht. Deine Angst ist völlig unbegründet. Ohne sie hätte ich das Astrium nicht. Wir haben Malikos bekämpft. Ich traue ihr. Und wir trauen dir. Du musst dir das verdienen. Okay, na schön. Komm und setz dich. Aber wehe, sie stellt was an. Willkommen an Bord. Sie mögen dich. Was? Ich habe so das Gefühl, die wird das Abenteuer nicht überleben. Also nicht. Ich habe so das Gefühl, irgendwas passiert, weil nicht. Die muss sich für irgendwas opfern oder keine Ahnung. Ja, seht ihr, da ist irgendwie so eine Lücke. Da. Ich habe so zwischen dem Milchgras und dem Bonsai hier. Irgendwas fehlt doch hier. Ey. Ah, das wurmt mich ein bisschen. Ja, was soll's. Ich bin Jedi und kein Botaniker. Gut, dann müssen wir jetzt nach Bugano, ne? Zu dem Dingens hin, ja. Den Grab, Tempel, was auch immer. Ja, begleitest du mich? Grease ist endlich mal draußen. Da ruhe ich mich gleich etwas aus. Ja, ihr beide habt zu viel Zeit miteinander verbracht. Jetzt ist es an Marin, seinen Charme zu genießen. Na, ob sie das schafft? Er ist abergläubisch genug, sie gewähren zu lassen. Naja, verhältnismäßig. Jetzt will ich auch Magie lernen. Ich bitte dich. Magie, Macht. Pff. Worüber denkt ihr nach? Magie, das ist doch nur Humbug, ey, Macht. Das ist gut oder schlecht? Das weiß ich nicht. Ich bin nicht sicher, ob es mir gefällt. Stille ist seltsam, wenn man sie nicht sucht. Am liebsten würde Ruhe von dem Sturm. Sieg meines Halligset erfüllen oder so. Ja, ihr solltet wieder spielen. Vielleicht. Zurzeit fühle ich mich aber nicht danach. Ich wollte schon immer ein Instrument lernen. Könnt ihr es mir beibringen, wenn alles vorbei ist? Warum nicht? Gern. Ja, der erste Jedi Banjo-Spieler. Etwas Zeit für mich. Danke, Kerl. Ja. Okay. Hier will ich reden. Ja, du bist ja draußen, habe ich gehört. Wo denn? Hab ich gerade gesagt, er ist draußen? Boah. Ladies. Wo ist er denn? Steht er doch. Ja, wie draußen. Manchmal benötigt das Auslassventil ein wenig Wartung, aber ansonsten macht es kaum Probleme. Grease ist ein wahrer Experte, wenn es um Technik geht. Er hat bisher jedes Problem der Mantis im Handumdrehen gelöst. Mich überrascht nur, dass er draußen auf Datumir ist. Nun, sie hat nach meinem Schiff gefragt. Da muss ich es ihr doch zeigen. Das ist faszinierend. Du musst mir zeigen, wie man Pilot wird. Wow, eins nach dem anderen. Erst Wartung, dann Flugstunden.
Vielleicht. Bis jetzt habe ich noch nichts versprochen. Grease bereit für eine Datumiertour? Du machst Witze, oder? Er würde nicht lange durchhalten. Hör auf die Schwester der Nacht. Ich verzichte dankend drauf, Kleiner. Ich bin zwar ein Spieler, aber für das Risiko bin ich noch nicht bereit. Vielleicht zeigst du uns mal dein Zuhause. Ja, ist eine gute Idee. Echt? Lateran? Ich denke drüber nach. Es ist eine Weile her, seit ich das letzte Mal dort war. Das fände ich selbst ganz schön. Grease? Ich hoffe, der Kleine kriegt das hin. Grease? Bist du okay? Oh, Cal! Ich habe mit meiner Pflanze gesprochen. Ich verstehe schon. Das hat dich jetzt verwirrt. Du sorgst dich um deine Pflanzen? Sprich sogar mit ihnen. Hey, die sind gestresst. Manche mag es vielleicht härter machen, aber Pflanzen gehen davon ein. Sie werden durchkommen. Und falls nicht... Das war gerade mit der, mit ihr los. Vielleicht. Und nur, dass das klar ist. Ich will nicht von Monsterpflanzen im Schlaf angeknabbert werden. Ach, dann solltest du mich nicht ärgern. Auch wenn Malikos nicht hier ist, bleibt Datum mir äußerst gefährlich. Achte gut auf deine Umgebung. Ja, wir sind ja fertig, also. Wir müssen hier nichts mehr machen, also. Okay, so, können wir weiter. Wir müssen nach... Okay, wählen wir das nächste Dingens, Ziel. Bugano, Alter. So, das könnte man irgendwie da, das ist so ein ganz kleiner... So. Erkundet. Dann gehen wir mal dahin. Also Bugano. Jetzt ist sie auf einmal da. Hey, Hexe, hör mal. Also, zaubere nicht in meinem Schiff. Bitte nicht. Grease, was ist los? Bei meinem Nickerchen ist jemand in meinem Zimmer gewesen. Aber als ich aufstand, war da nichts. Niemand. Ich sehe anderen nicht beim Schlafen zu. 1-0, Grease. Da kommt doch wohl nur einer in Frage. Der blinde Passagier. Das ist die Antwort. Ich finde raus, wer es ist und wo er sich versteckt. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Sagen wir es ihm? Oh, besser, er weiß es nicht. Also, ich weiß nicht was. Ich sitze genau hier. Ja, ich habe das Ding mal irgendwie hier so unterm Tisch irgendwo gesehen. Einmal, weil ich mal hier vom Bugano mitgenommen habe. Also, das darüber reden die ganze Zeit. Ne? Das ist irgendwie ein Gesprächsthema Nummer 1 hier, dem Schiff. Komm hier rauf. Ich komme hier rauf. So, was geht denn jetzt da ab? Wird das funktionieren? Es ging bei Cordova. Du kannst es möglich machen. Sie hat recht. Oh, hey, hat hier jemand Hunger? Ich wollte gerade ein paar Skasteaks braten. Tut mir leid, störe ich irgendwie? Nein, Captain. Und wir wären ohne sie nie so weit gekommen. Oh, das ist wahr, Grease. Dankeschön. Hey, ich hoffe, dass ihr dieses Holo-Ding da drin findet. Holocron. Bist du sicher, dass du es finden solltest? Was meinst du denn? Die Kinder auf der Liste. Wenn du sie mitnimmst und zu Jedi ausbildest, werden sie dann nicht gejagt wie du? Das Imperium darf die Liste auf keinen Fall kriegen. Mit ihr besiegen wir das Imperium. Oh, hey, kleine Planänderung. Wir sind angekommen. Oh, Grease. Ja? Ich mag mein Steak rare. Okay, ja, das hört sich gut an. Der verrät uns. Oder da war jetzt voll verdächtig gerade. Da war doch jetzt sowas von verdächtig, ey. Der hat doch jetzt gerade irgendwie, weiß ich nicht, dem Imperium irgendwie Bescheid gegeben oder so. Ja, ne? Hat nicht mal irgendwie einmal gesagt, wie konnten die uns finden oder so? Wir wissen doch gar nicht, dass wir hier sind. Was? Ich habe jetzt echt irgendwie. Ich habe den jetzt das ganze Spiel lang nicht ein einziges Mal verdächtigt, ne? Aber jetzt diese eine Szene gerade, ne? Das war jetzt ja so was von. Ey. Hey. Moment.
Ich weiß, du holst jetzt dieses Holocron. Schön, du erinnerst dich. Kommst du mit? Oh nein, ganz gewiss nicht. Nein, die Kinder, die wir finden sollen, die können doch wirklich vom Glück reden, dass sie dich haben. Du meinst, dass sie uns haben? Wir machen das gemeinsam. Ich wäre ein Lügner, wenn ich sagen würde, dass ich mich nicht freue, das zu hören. Denn die Kinder brauchen mehr als nur deine Zaubertricks. Ach ja? Praktische Anleitungen, Vorbilder, jemand, zu dem sie aufsehen können. Ein Schiff zu steuern ist eine Kunst. Aber nur wenn ich mitmache. Merke ich mir. Gut. Gut. Okay. Viel Glück, Kumpel. Wie läuft's denn mit Marin? Ja, sie macht mich immer noch nervös. Du weißt schon, dieses Tote erwecken, aber solange sie mich nicht umbringt. Wird sie nicht. Du bist sicher. Ja, ja, das hast du schon gesagt. Ob du sicher von mir bist, das ist noch die Frage. Noch. Ja, noch. Dir passiert nichts. Wir stehen es alle gemeinsam durch. Witzig, dass es dort endet, wo es begonnen hat. Oh ja. Ich erinnere mich an deinen ersten Besuch. Ich hab's nicht geglaubt. Also, dass du einer bist. Ein Jedi? Jedi oder nicht. Jedenfalls definitiv nicht der Richtige. Und jetzt? Tja. Ob du Jedi bist oder nicht. Also... Ich verstehe die Sache mit der Macht immer noch nicht richtig. Aber ich weiß, dass du ein echt zäher Bursche bist, Kleiner. Danke. Du auch. Ja, das stimmt. Und ich habe mich auch noch gut gehalten. Ich behalte dich im Auge, Kumpel. Irgendwas ist merkwürdig an diesem Ort. Die Energie hier ist anders. Anders als Datomir. Ja. Datomir ist komplex. Seine alte Kraft entströmt den Schatten. Bogano fühlt sich einfacher an. Es entzieht sich mir. Bogano ist speziell. Die Sepho haben ihr Gewölbe bewusst hier gebaut. Wo dein Holocron wartet. Versteckt. Was genau meinst du? Dieser Planet war über Jahrhunderte nahezu unberührt. Waren die Leben, die du schützen willst, vor deinem Eingreifen wirklich in Gefahr? Die Jedi, die wir ausbilden, werden eine Galaxis aufbauen, die Orte wie diesen respektiert und bewahrt. Und das ist ihre Entscheidung oder deine? Wir brauchen uns, um zu überleben. Ich weiß nicht, ob wir das ohne Jedi schaffen. Wir tragen die Verantwortung für ihren Schutz. Sagtest du bereits. Wir sind definitiv nicht mehr auf Datomir. Offensichtlich nicht. Hast du es dir so vorgestellt? Den Rest der Galaxis, meine ich. Sie ist gigantisch. Dagegen war mein Leben auf Datomir... eingeschränkt. Das ging mir nach Braca genauso. Die Welt ist klein, wenn die Vergangenheit dich hält. Ich glaube, es wird mir auf der Mantis gefallen. Entschuldige, ich bin gesprächige Gesellschaft nicht gewohnt. Ja, sehr viel von der Galaxis wirst du nicht mehr sehen, weil die anderen Planeten besuchen wir nicht mehr, außer wenn wir storymäßig dahin müssen. Aber das Gewölbe bleibt dir frei. Cordova brachte das Holocron rein. Nur das ist wichtig. Ich muss es holen. Cordova hat zum Schutz die Prüfung mit Gefahren versehen. Ihr seid besorgt um mich. Ich will die ganzen Jünglinge nicht allein ausbilden. Schaff das schon, Sir. Außerdem habe ich BD dabei. Wir tun ja schon irgendwie so darüber reden, als hätten wir schon alles hinter uns. Ne? Vermutlich habt ihr beiden so etwas noch. Wir wissen schon, dass dieser eine Olle immer noch da draußen irgendwo ist, oder? Alle beide. Wir haben wahrscheinlich einen Verräter unter uns. Das ist nicht unser neues Crewmitglied. Zwinker, Zwinker. Ist mir noch, als wir das erste Mal hier waren? Kaum zu glauben, wie weit du es in so kurzer Zeit gebracht hast, Kerl. Ja. Und vielleicht folgen wir bei der Ausbildung meinen Vorstellungen. Dann würde es nämlich nicht immer um Leben und Tod gehen. Es geht nie nur nach deinen Vorstellungen. Beide müssen bereit sein, dazu zu lernen. Danke. Für alles. Gern geschehen. Bereit für das, was jetzt kommt? Ja. Und du bist es auch. Das habe ich gesehen. Du hast aus all dem viel gelernt, Kerl. Und von euch. Nett, dass du das sagst, Kerl, aber ich werde nicht mit dir im Gewölbe sein. Das werdet ihr. Nur auf eine andere Art. Gut, dass wir dich gefunden haben, Kerl. Viel Glück da drin. Und vergiss nicht. Erst denken, dann handeln. Cordova hat sicher eine Prüfung hinterlassen, die nicht jeder bestehen kann. Möge die Macht mit dir. Wenn ich schon 100% erkundet, da kann auch eine Weile viel kommen. Vielleicht muss ich gegen den seinen Geist kämpfen oder so.
Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Hoppa. Okay. Gut, das ist mir irgendwie, weiß nicht, alle sagen schon jetzt hier so, ha, dann wird so schön, wenn wir die gefunden haben, dann ist alles voll supertastisch und so, ne, aber Leute, wir sind hier noch nicht fertig, Mann. So, kann ich nicht einfach hier so überspringen? Ehrlich? Dann gehe ich eben da lang, glaube ich. Oh Gott, Ruckler. Keine Ruckler, bitte. Oh, da lang. Hi, na. So. Bin mal gespannt, was hier noch passiert. Ist das Ding tot? Ne, blinzelt noch. Ich bin hier nicht richtig. Den Sprung habe ich doch, glaube ich, geschafft. Gut. Ja, wahrscheinlich ja voll den riesigen Umweg oder so, ne? Aber warte mal, also doch. Gott. Was war das denn jetzt schon wieder? Ey, ey, was? Was zum? Ich brauche ein Gummibärchen. Was war das denn jetzt schon wieder für ein Kack? Na. No. Das kommt doch sicherlich ins Best of. Okay. Alles klar, gehen wir mal einen anderen Weg. Wird schon hier irgendwo einen anderen Weg noch geben, ne? Halt. Gott. Alter. Ey. Oh, da ist jetzt gerade passiert. Zum Glück hatte ich nicht so viele Erfahrungspunkte. Kann ich hier lang gehen? Ja, da komme ich nicht hoch. Doch. Komme ich wohl. Haha. So. Gut. Gehen wir mal dahin. Ohne dass wir irgendwie durch die Karte oder so fallen. Hey. So. Zum Glück ist da oben so ein Speicherdingen. Meditationskreis. Wisst schon, was ich meine. Ich spüre was Seltsames. Klingt jetzt komisch, aber ich glaube, es ist das Astrium. Je näher wir dem Gewölbe kommen, desto stärker wird es. Vorsicht, Kumpel, wir wissen nicht, wie das Ding funktioniert. Also, was? Ich mache jetzt hier noch mal einen Schnitt. Weil, keine Ahnung, ich weiß, das ist eine sehr ruhige Episode gewesen, wo fast nichts passiert ist, aber ja, das ist so die Ruhe vor dem Sturm, so werde ich wahrscheinlich den Part nennen, ne? Weil ich kreativ bin. Und ja, dann sehen wir mal, was uns da im Gewölbe erwartet und was wir machen müssen und was noch kommt. Und ja, ich sag dann Dankeschön fürs Zusehen. Hoffentlich hat euch der Part gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüssikowski.